Witze. Viel Spaß noch und schönen Abend, ja? So. Ja, irgendwann schreibe ich das auch mal in den Streamnamen mit rein, was wir besonders, was wir gerade datteln oder so. Leider kann ich das bei YouNow nicht so richtig reinschreiben. Bei YouNow wissen die Leute nicht, was ich so richtig spiele hier. Du bist... Ey, guck mal, was hier steht. Bei YouNow, Leute, bei YouNow steht, du bist Nummer 2 auf Gaming. Kannst du das... Ich bin Nummer 2 auf Hashtag Gaming. Echt jetzt? Steht bei YouNow. Also nicht YouTube, sondern YouNow. Nice. Du bist Hashtag 2 auf Gaming. Wo landen wir? Ich sag mal nichts, weil das bringt nur Unglück. Ich immer gewesen. Also dort habe ich meine Lamas gefunden. Wo? Hier, also hier so in dem Umkreis von... Okay, lass dann zur Battlefield. Wenn wir verlieren, dann wissen wir wegen wem. Alles klar. Einer muss schuld sein. Hab ich wenigstens meine Lamas. Einer muss schuld sein. Einer ist schuld. Das werde ich sicherlich sein, daher. Was mich sehr freut, ist, dass heute ein paar Zuschauer bei Twitch mit dabei gewesen sind, denn da kriege ich jetzt wenigstens mal ein paar Minuten bei Twitch zusammen und ein paar Zuschauerpunkte. Da kann ich nämlich irgendwann... Das ist nämlich so, dass man ja, wenn man zum Beispiel Amazon Prime-Konto hat, kann man ja in kostenlosen Prime... also jemanden abonnieren bei Twitch sozusagen, mit einem kostenlosen Abo. Und das, ich gehe mal wieder auf Twitch, damit du einen Zuschauer hast. Ach, damit so. Kann ich das auch empfangen sozusagen. Ist denn die Qualität bei Twitch okay, Trango? Ja, ist ganz in Ordnung. Wir hatten das ja früher mal, da ging das nicht ganz so gut bei mir. Aber dann läuft das ja jetzt besser. Oh, eine goldene Heavy Pumpgun, nice. Eine goldene Heavy Pumpgun, was ist denn das? Das ist einfach eine goldene Schrotflinte, die ist halt stark. Ich suche verschiedene benannte Orte in einem Match. Ach so. Ich soll quasi 4 Orte, was habe ich denn hier? Ich habe ein Jetpack gefunden. Oh, nice. Damit kannst du gut direkt anziehen. Ja, damit kann ich doch nicht umgehen, im Leben nicht. Drück einfach, wenn du in der Luft bist, L2, dann schwirrt. Drücke aktiviert in der Luft. Oder Zielwiese-Taste. Da ist es. Aber nicht zu weit nach oben fliegen, du fallst dann runter. Mhm, und dadurch kriegst du Fallschaden. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich auf dem Dach sinnvoll was finde. No. Ich hab eine schöne Pump. Will jemand eine haben? Ich würde eh nehmen. Gut. Ich kann auch Quitchy eins geben, wenn er direkt bei mir ist. Ihr habt das gerade das Dachgeschoss schon gelootet, war? Ich bin einfach mal hochgeflogen. Ihr seid, Quitchy, komm mal, ich geb dir mal eine schöne Pumpgun. Wo soll ich hinkommen? Zu Drango? Komm mal nach unten, komm mal zu mir. Da unten? Ich hab auch eine. Hier. Die hab ich auch. Oh, eine schöne grüne. Ja. Ach, guck mal, ich kann also nur das Jetpack oder die Pistole nehmen, alles klar. Ich habe jetzt gedacht, man könnte das gleichzeitig machen. Und auch aus der Luft. Ibe schreibt, lass die Lamas in Ruhe. nee. Wir gehen schön Lama-Milch melken. Das ist schon cool. Suche eine Waffe, hat er auch geschrieben. Damit ich nicht wieder ohne Waffe rumrenne. Wäre ich denn mit dem Jetpack schneller gewesen, wenn die Zone kommt? Nein. Mit dem Jetpack ist eigentlich nicht. Doch, dezent schon. Man ist dezent schneller. Man ist und lass die Lamas. Zone, was ist Jetpack jetzt passiert? Dann lass mal Richtung Zone laufen. Okay, dann gehen wir in die Richtung. Ich lauf mal. Das fängt doch wert. Ey, lass mal die letzte Runde gewinnen. Letzte Runde des Streams. Deesh Unicorn ist da. Herzlich willkommen, Deesh Unicorn. Er schreibt, oder Death. Ach, das heißt Death Unicorn. Totes Einhorn. Na, ist auch ein schöner Name. Herzlich Death Unicorn. Death Unicorn, ja, genau. Ist das etwa ein großer, bekannter YouTube-Star, den ich jetzt nicht kenne? Oh, das wäre ärgerlich. Nee, der war aber noch aktiv dabei. Ach, er schreibt, ich bin absolut niemand. Jetzt verstehe ich das auch. Ich bin ein absolut niemand. Nee, was absolut niemand war doch, der hat mit uns hier Miniworld gespielt, so. Ich weiß, hä? Ich komme. Das ist egal, der ist runtergefallen. Passiert nichts, da holt ihn hoch. Warst du mit deinem Jetpack wieder zu weit oben? Oder hat doch einer gesnipert? Ich dachte, ich bekomme kein Falsch. Das ist Pumpgun-Modus, der kann niemand snipen. Das ist das Schöne. Hast natürlich auch wieder recht, ne? Ja, komm mal nach oben, ich hab nach oben gebaut. Hab's ja auch benutzt. Trango, mein Freund, ist auch da. Quitty? Ach so, ja? Auf welcher Empfindlichkeit spielst du? Empfindlichkeit? Also beim Zielen habe ich die auf 0,5 runtergestellt und ansonsten habe ich 0,7. Ich hab bis auf 10 alles. Ich hab sonst
ist eigentlich immer 0,9. Also ich kann mich einmal umdrehen. Komplett. 10 kommt für mich so langsam vor, wir können ja mit 5 spielen. Ey, Leute, wie könnt ihr denn so zielen? Du tippst eben mal an und hast dich gedreht. Wie wisst denn auf jemanden zielen? Habt ihr automatisches Zielen drin oder was? Nein. Das ist ja bei PlayStation 4 aktiviert. Das kannst du ja anmachen. Ja, bei mir ist das nicht aktiviert. Guck mal. Doch, doch, das ist aktiv. Das ist immer aktiv. Ja, und trotzdem kann ich keinen. Ich ziel trotzdem. Also meiner zielt auf keinen. Kannst du das sagen? Ja, Auto und so. Ist nicht so stark. Ja, minimal. Das ist also so gesagt, wenn du auf jemanden zielst, zieht es dezent nach rechts oder dezent nach links, wo er halt steht. Oder nach oben. Oder nach unten. Okay, also bei mir kommt mir das nicht so vor. Vielleicht habe ich sie auch einfach ausgeschalten. Waffen automatisch aufnehmen. Ach, ist egal. Speichern, so. Oh nein, ich habe einen 100er Ping, das geht gar nicht. Hui. Verlustig. Dann kommt mal hier nach unten. In die Zone. Ah, ihr seid schon da unten, Kuchi. Halt, wenn man den Control, also hier halt die Knöpfe, die, womit man guckt, halt, jetzt, nach rechts und nach links bewegt, leicht, da ist es ganz langsam. Und wenn man hier ganz stark macht, dann schnell. Okay, das muss ich noch rausfinden, wie das geht. Auf jeden Fall habe ich es ein bisschen so eingestellt, dass ich erstmal zumindest vernünftig zielen kann, überhaupt erstmal auf irgendwas zielen kann. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich spiele trotzdem lieber Paladins, das kriege ich besser hin. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Paladins macht doch Spaß. Vielleicht hat Ligidele auch recht gehabt. Vielleicht ist es wirklich so, dass wenn man in PlayStation 4, wenn man da eh schon keine Ahnung hat, ne, gegen andere PlayStation 4 Spieler ist das vielleicht dann noch eher so, dass man mal eine Chance hat, als wenn man ständig gegen PC-Spieler und sowas hat, zockt, ne? Ja, aber das, ich finde das noch, ja, okay. Wenn man also als PlayStation 4 Spieler auf einer Nintendo Switch spielt, da sind alle hier Leute ein bisschen schlechter. Weil die einfach kein Aim haben. Die haben kein Aim. Aber auf dem Handy hat man Auto-Aim des Todes, wirklich. Du musst da gar nicht auf deinen Gegner drauf sein. Genau, also das ist auch krass. Also ich werde jetzt auch eine Zeit lang mal ein bisschen zocken auf dem Handy, weil ich ja dann einen Galaxy-Skin kriegen kann. Oder irgendwann jemand gebaut. Ja, boah, Galaxy-Skin. Ob das jemand war von Gegnern. Ja, da muss man wohl ein paar Spiele gemacht haben mit dem Geld, dann kriegt man Galaxy-Skin. Das soll ziemlich nice aussehen. Welches Handy du hast. Ich werde bald mein Best-of wieder hochladen. Was hast du für ein Handy? Ich habe ein S9 Plus. Okay, das könnte gehen. Ich hab Pumpgun-Schüsse von Gegnern. Ah, vor uns direkt 140. Ich seh welche. So. 140. Gib Granaten! Oh. Von rechts, pass auf! Von hinter dir, Neusi, der kommt hinter dir. Den, hab ihn gesehen. Oh. Er powert nicht! Franco hat mich weggeschossen. Jetzt hat mich eine Bombe erwischt. Schade. Schade. Aber ja, moin. Im Großen und Ganzen, erst hat mich ja, dachte ich, ich bin schneller platt, aber es ging noch. Bin wieder in Death Unicorn. Also freut mich sehr. Ich hab es gesehen, den Discord-Server haben eine Menge Leute verlassen in letzter Zeit. Der ist sehr klein, sehr viel kleiner geworden. Ihr könnt gerne alle im Discord auftreten, da können wir uns absprechen. Oh mein Gott, spielen. Das ist so lustig gewesen gerade. Oh, Scheiße. Auf Krampf. Ja. Frango macht das noch. Pass mal auf, Frango macht das. Du bist safe, ich hab alle auf mich gelockt. Ach, Ripper. Warum? Mein Skin glitzert so heftig. Das sieht doch ziemlich nice aus, dein Skin. Ich weiß. Es ist dieser Boogie-Bomb-Skin. Nein, das vielleicht von Season 1 oder Season 2, einer der ersten Skins. Cool. Der Trango, der sonst hat ja unfassbar, der. Also ich glaube auch, Paladins ist eher unser Spiel, ne? Ich denke es auch. Bei Paladins kann man erstens mal zu fünft spielen, da macht es Abo-Zocken mehr Spaß, weil einer mehr drin sein kann. Bei Paladins treffen wir auch mal einen Gegner. Wir brauchen halt so ungefähr 20 Minuten, bis endlich mal ein Spiel losgeht. Aber ansonsten. Jo, ich mache, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe noch Zeit. Ey, Maki, weißt du, was wir jetzt machen? Ich bin raus. Trango, ich bin weg für heute. Ja, macht's gut, Leute. Ja. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich zock jetzt noch eine Qualifizierungsrunde bei Paladins. Ein einziger Mann kann da mitspielen. Vielleicht Maki, wenn du Bock hast. Ich starte mal Paladins. Und ich starte jetzt noch eine Qualifizierungsrunde. Es kann also sein, dass die so 10 Minuten dauert, bis er an ist. Das heißt, ich kann in der entspannten Zeit jetzt hier. Oder, also ich könnte mir auch. Also irgendwann nächste Woche gucken wir uns mal das andere Spiel von Hi-Rez Studios an. Das ist vom gleichen Hersteller.
Stimmt, dann über PS Party, da hast du recht, Markin.